Yo, was geht ab euch, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft Adventures. This could be us. So back to what I was saying. Could be Okay, ich dachte mir mal, was ist Minecraft? So, also wie gesagt, ihr müsst mal meine Hintergedanken verstehen. Ich wollte eigentlich mal Minecraft antesten. Ich wollte mal gucken, wie es ist. Und dann habe ich Minecraft Adventures gesehen. Da dachte ich mir, okay, da ich so oder so Rollenspiele mag und ich dachte mir, okay, wenn man dort ein bisschen metzeln kann, ein bisschen so Minecraft-Style oder von Minecraft sowas halt spielen kann online, dachte ich mir, komm, lade ich mal das mal runter. So, jetzt habe ich mir das besorgt und denke mir so jetzt bei, ob das jetzt eine schlechte Idee war oder nicht. Ja, wie ihr seht, ich bin Level 1. Ich habe eigentlich nur meinen Avatar erstellt, mehr auch nicht. Dann, genau, dann war es das auch. So, mehr habe ich hier nicht eingestellt. Und jetzt bin ich mal wirklich mal gehypt, wie es abgeht hier. Online spielen, machen wir jetzt mal einfach drauf hier. Oh, Spielsitzung aktualisieren. Privates Spiel machen wir aus. Freunde, oh, keine Ahnung, ich habe leider keine Freunde, ey. Könnt mich adden, wenn ihr möchtet. Spielsitzung aktualisieren. Keine Spiele gefunden. Spielt das überhaupt irgendjemand? Online-Spiel starten. Muss man hier oben. Ah. Gott, ey. Okay, so, da sind wir jetzt hier. Heute mal mit einer Cappy dabei, weil ich keinen Bock hatte, Haare zu machen, ey. Beziehungsweise überhaupt die Haare Das sehen aus wie Dorf beim brennt. Lumpen. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich. Die Dorfbewohner brauchen dich. Was denn da? Wie da aussieht, Leute. Okay. Und dann. So. Oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Begib dich zum Dorf, der auf nach Helden. Okay. Ah, das ist so wie. Okay. Okay, Inventar. Okay, man hat eine Waffe, ein Schild und einen Bogen. Und drei solche Slots. Das war's? Mehr gibt es hier nicht? Okay. MS-Karte. Folgt Navigation. Ja, MS-Karte. Okay. Truhen, zwei Truhen gibt es hier. Keine Ahnung, was das hier genau ist. Okay. Wer es dir funktioniert auf jeden Fall nicht. Also muss man so laufen. Okay, dann machen wir mal. Ja, one hit. Easy. Oh, bist du jetzt leider von uns gegangen? So, kann man hier reingehen? Nein, kann man nicht. Kann man spüren. Oh, man kann sogar Ausweichrollen tätigen. Das ist ja cool. Oh, cool. Ich habe schon ein Geheimversteck gefunden. Kann man hier noch weiter durchgehen? Nee, kann man leider nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Da ist Fall, da müssen wir entlang gehen. Oh! Hat mich aber fast angegriffen. Hat mich fast erwischt. Okay, dann gehen wir weiter. Oh, hier ist aber sehr viel. Egal, komm. Zack. Ja, da brauche ich nur einmal zu schlagen und dann sind sie weg. Okay, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Kann ich nicht durchgehen? Nee. Ich bin mal gespannt. So, ich spiele mal gegen die Regel. Ich laufe nach links. Kann man nicht weiter. Okay. Ich weiche jetzt aus. Yippie. Oh, cool. Ich habe jetzt Pfeilbündel. Ah, cool. Man kann sogar jetzt schießen. Okay. Oh. Oh, man kann. Oh, man kann auch sogar aufladen. Guckt mal. Cool. Nicht schlecht. So, gehen wir hier gucken. Auf der Karte müssen ja noch zwei solche Truhen sein. Gefundene Geheimnisse 0 von 2. Was auch. Ah, guckt mal hier. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach, ist ja auch nicht schlimm. Oder? Vöglein am Zwitschern. Seht ihr das? Gut, dann gehen wir hier weiter. Also sag mal so, Sound ist sch schon schön.
Yay. Kann man hier noch was nehmen? Nee, kann man nicht. Ai, ai, ai. Jubi. Zack, zack. Ist hier noch irgendein Eingang? Wo sind denn die Truhen? Das ist jetzt die Frage. Finden wir die Truhen, Leute? Hier gibt's... Eh, da ist jemand. Ah, die sind ja aber schwach. Guckt euch das mal an. Zack, zack. Dünn, dünn, dünn. Oh, 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 okay. Die sind ein bisschen stärker. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da haben wir eine Vorratskiste. Oh, cool. Ein Brot gefunden. Und Pfeile. So, hier haben wir nichts. Was ist denn das hier? Ah, Regeneration. Da bekomme ich wahrscheinlich meine... Oder mein Leben dazu. Okay. Was sind wir denn hier? Wir gucken einmal hier auf die Karte. Ja, bislang haben wir alles ordentlich durchsucht und alles bis jetzt nicht unentdeckt gelassen. Außer hier unten rechts. Aber das... Ich glaube, das ist unwichtig. Glaube ich. Oh! Wir können nicht mehr vorbei... Oh nein! Ah, ha, 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 ha. Oh, oh, oh. Das war der Bösewicht. Den müssen wir dann später besiegen wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Die haben aber mir wehgetan. Oh, man kann sogar dort im Feuer verbrennen, okay. Levelaufstieg, cool. Was habe ich denn? Verzauber. Mit jedem Levelaufstieg erhältst du einen Verzauberungspunkt, den du zum Aufwerten von Gegenständen einsetzen kannst. Öffne dein Inventar und probiere es mal aus. Das machen wir mal. Oh. Ausrüstung verzaubern. Wähle einen Gegenstand von deiner Ausrüstung aus, den du verzaubern möchtest. Na gut, aber das ist nicht ein bisschen blöd, wenn ich den Punkt einfach so weghaue. Verzauberung auswählen. Du kannst für jeden Gegenstand aus zufälligen Verzauberungen wählen. Wähle jetzt aus. Okay, dann muss ich mal meinen Bart ein bisschen so streicheln. Okay. Das heißt... Das bedeutet hier, ach so, das ist dann egal oder ist es jetzt auf jede Waffe dann speziell verzaubert? Hm. Kosmetische, naja, ich muss mich mal hier. Schürfer oder Schmerzzyklus? Ja, ich sag mal so, wir werden jetzt sehr viel farmen, also sehr viel Sachen erbeuten. Dann werde ich tatsächlich Schürfer nehmen. Das ah, man kann sogar lesen, was das bedeutet. Schürfer. Besiegte Gegner lassen mit höherer Wahrscheinlichkeit Smaragde fallen. Oh, guckt euch das mal an. Um 100%. Dann machen wir das mal fertig. Das ist natürlich zu teuer. Das ist blöd. Naja, okay. Dann die Smaragde ist wahrscheinlich später wichtig. Nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. So, jetzt haben wir hier einen. Kann man den nicht mehr zurücknehmen oder ist es dann für immer und ewig? Verbraten. Na egal. Oh, guckt euch das mal an. Ich habe hier sogar kosmetische Gegenstände. Oh, cool. Endermilbe. Okay. Aber durch... haben wir gleich... Ja, was nehmen wir denn mit? Oh, die ist ja doch niedlich, oder? Babyschildkröte. Nehmen wir die mal mit. Oh, cool. Okay, man kann dann aber auch... Oh... Was passt denn zu uns am besten? Dieser Umhang ist alt, zerschlissen und hält dem Wind kaum stand. Bleib cool und probiere den Eislingumhang an. Er schützt dich vor nicht vor herabfallenden Eisbrocken, aber er sieht schon echt schnittig aus. Ja, das stimmt natürlich. Ein Gipfel für Helden, die tapfer genug sind, sich dem Erzählinger entgegenzustellen. Ja, ich sag mal, ich nehme mal den. Ich denke mal, das sieht schön aus. So, und dann haben wir das auch mit. Verzaubern haben wir jetzt einmal gemacht. Ausrüstung haben wir noch gar nichts. Okay, jetzt haben wir eine süße Schildkröte an unserer Seite. Das finde ich doch süß. Guckt euch das mal an. Kommt jetzt immer mit? Ja, die fliegt ja. Das ist ja voll niedlich, ey. Okay, dann gehen wir nochmal. Ah, man kann... Ah, okay, jetzt habe ich hier Karte hier freigeschaltet. Das ist auf Tab, also Tabular so gedrückt halt. Ich finde, das ist viel angenehmer. Da weiß man, wo man läuft. Ja, ich gehe mal kurz... Ich will, wie gesagt, ich möchte gerne alles aufdecken. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwas unentdeckt gelassen habe.
Und wie ich sehe, habe ich dort was vergessen. Ich weiß, das ist halt mein Ich. Ich muss das aufdecken, sonst kann ich nicht vernünftig schlafen heute. Kann ich nicht schlafen. Da habe ich doch gesagt. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Jetzt haben wir hier eine Kiste. Oh, wie viele Smaragde. Cool. Na, zum Glück bin ich doch hier reingegangen. Das hat sich doch gelohnt, oder? Nun gut. Dann gehen wir hier wieder raus. So. Wir rollen uns ein bisschen schneller voran. Angriff! Keine Chance gegen mich. Wo sind denn diese... Oh, was habe ich denn gefunden? Oh, eine Schildkröte. Die ist ja niedlich. Ist ja mein, okay. Irgendwas habe ich gefunden. Oh, das ist eine Feuerwerkspfeil. Artefakt anlegen. Rechtsklick, um auf die Feuerpfeile in der Artefaktkategorie, um sie auszurüsten. Cool, 48 Fernkampfschaden und 30 Sekunden Abklingzeit. Rechtsklick. Guckt euch das mal an. Das bedeutet, wenn ich jetzt... Oh. Auf den Feind schießen. Mit diesen mächtigen Artefakten kannst du mit einem einzigen Pfeil mehrere Gegner in die Luft springen. Oh, cool. Das probieren wir doch mal aus, oder? So, dann gehen wir hier weiter. Wie soll ich das denn machen? Oha, okay. Das verschwindet nicht, oder? Was bedeuteten die vier? Heißt das, dass es jetzt vier Slots wegnimmt? Da habe ich vier solche Schüsse. Oh, wie komme ich denn jetzt darüber? Muss ich das anschießen? Nee. Oder vielleicht hier durch, oder? Nee. Ja, wie komme ich denn jetzt nach dahin, meine lieben Freunde? Das ist jetzt ein bisschen... Ich möchte die Kiste doch haben. Ah, guckt euch das mal an. Man kann hier... Oh! Oh, man kann auch runterfallen. Na gut. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Man kann hier runterfallen. Oh, okay. Kann man hier springen? Nee, ne? Oh. Leertaste? Nee. Ja, wie machen wir das denn? Ah, okay, man kann... Ah, man kommt so rüber. Cool. Also einmal solche Rolle machen. Okay, cool. Haben wir was dazugelernt. Okay. Hier hoch, kann man dann was? Nee, kann man leider nicht. Nein, oh nein. Der ist viel zu schnell. Aber ich hab den. Okay. So. Vielleicht haben wir es geschafft, aber als erstes, ich hoffe, ich sterbe hier. Kann man hier schwimmen? Bi, 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 bi. Habt ihr es gehört? Geheimgänge gibt es hier, glaube ich, nicht. Nee. Hey, wie niedlich ist das denn? Hört ihr das? Na. Hä? Was ist das denn? Ein Kuh-Level. Na denn? Was ist denn hier dann? Ja, das ist ja aber ein bisschen komisch. Okay. Die Schildkröte möchte uns was hier zeigen. Können wir hier durch? Nein. Können wir leider nicht. Ja gut, dann gehen wir weiter. Na. Was war das denn gerade? War das ein, so ein Power-Up oder so? Power-Buff? Sieg, yay! Und ich habe nicht alles freigeschaltet. Mist. Mist. Okay, habe ich was freigeschaltet. Wie ihr seht, das ist komplett alles neu bei mir. Komplett neu. Reise nach Lager. Lager. Moment, muss ich mal hier. Ah, ich denke, das so ist doch viel besser. So, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Und zwar, besiegte Spieler 0. Zugefügter Schaden 481. Geöffnete Truhen 50%. Geschosstreffer 40%.
Ja gut, da habe ich wahrscheinlich eine am Anfang vergessen. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Die Truhe. Oh cool. Was haben wir denn? Das sieht aber schön aus. Das bedeutet um 5 gewöhnlichen Angeln. Die Angel ist ein treuer Begleiter eines jeden Abenteurers. Mit ihr kann man noch viel mehr tun, als nur Fische aus dem Wasser zu holen. Na denn? Im Lager. So, was habe ich denn hier freigeschaltet? Oh, die Nachbarn machen hier gerade ein bisschen Rambazamba. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Neues Future. Oh mein Gott. Oh nein. Okay. Ich muss, glaube ich, gleich einmal muten. Das tut mir wirklich leid, weil es wurde gerade gebohrt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut bei euch. Okay. So. Was ist denn das? Raubzuganführer. Sei vorsichtig, Held. Es wurden Raubzuganführer gesichtet, die jederzeit in bereits abgeschlossenen Missionen auftauchen könnten. Auf die Raubzuganführer ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Schalte sie aus, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Woo! Okay, das bedeutet, wenn wir die töten oder erledigen oder ausschalten, bekommen wir leckere Belohnungen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Einmal eine Lagertruhe. Die kennen wir nicht. Ins Lager übertragen. Ne, das machen wir nicht, weil wir die brauchen. Dann, was ist denn das? Abenteuerzentrale. Oh. Gut. Season. Ah, guckt euch das mal an. Wir hatten schon eine Season 1 gehabt. Das ist die Season 2. Das kann ich. Ach, guckt euch den mal an. Der ist ja niedlich. Ah, das ist sowieso Battle Pass. Ja, gut. Ich denke mal, dass wir das nicht brauchen. Wir gehen aber ganz kurz auf Mission auswählen. Oha, okay. Wir haben jetzt 7 neue Missionen. Das ist aber ein bisschen. Oha, das ist sehr viel auf einmal hier. Ich muss sagen. Für so ein Spiel in Pixel ist es recht angenehm gestaltet. Also ich find's gut. Ich find's niedlich. So, Standard. Oh, das ist. Ich glaube, das ist so wie bei manch anderen Spielen, wo die Schwierigkeiten nach abgeschlossenen Runs freigeschaltet werden. Da besiegt den Erzfeind, habt ihr gesehen. Okay, also man muss dann den Erzfeind besiegen, also den Boss, der ganz zum Schluss dann auftaucht, der Erzillinger. Da können wir das alles nochmal auf Abenteuer spielen und dann das Ende aller Tage. Das hier. Okay, dann sind wir schon mal ein bisschen schlauer geworden. Gibt es hier denn eine Karte? Ja, Turm. Egal, wir machen das mal so. Wir gehen jetzt zur Missionauswahl. Mal hier hin. Creeperwald. Waren wir jetzt dort oder nicht? Ach komm. Ja, die Katze ist jetzt gerade hier. Die möchte auch mit aufgenommen werden. Aber ich mag nicht. Ja, meckert doch nicht rum. Kleine Bibi. Das ist die Sissi. Möchte auch immer aufgenommen werden. Okay, dann schauen wir, was wir jetzt haben. Nächste Anzeigen. Creeperwald. Das bedeutet. Was denkt ihr, was nehmen wir mal? Standard 3? Komm, wir versuchen mal. Wir sind ja so stark. Dann machen wir. Ja, gut. Ja, komm, wir versuchen auf Standard 3. Ich hoffe, das ist eine. Das war eine gute Idee. Hoffe ich mal zumindest, dass es eine gute Idee war. Wir versuchen das jetzt auf Stufe 3 durchzuspielen. Reise nach Creeperwald. Auf Geheiß des Erz-Illagers sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Oha, okay. Na, dann machen wir das. Wir geben uns
unser Bestes hier, um alle Dorfbewohner zu befreien. So, wir gucken, ob wir hier irgendwas haben. Haben wir nicht. Ah, okay, eins. Ah, Mist, ich habe jetzt aus Versehen eins verbraten. Angriff! Juhu! Oh, okay. Da muss man aufpassen. Die sind ja richtig stark. Ihr bekommt mich niemals. Geht weg von mir, Fieslinge. So. Hier haben wir erledigt. Am besten immer im Fernkampf bleiben, da die Monster alle sehr stark sind. So. So, weiter geht's. Yippie. Keine Chance gegen mich. Ich kann doch aufladen. Yay. 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 Angriff. Gut, Nahkampf sind wir eigentlich auch stark. Was habe ich denn? Irgendwas zum Regenerieren. Regenerieren. Ich höre hier irgendeinen Zombie, aber hier gibt es soweit nichts. Oh. Oh, wie viele sind denn hier? Angriff. Ja, Angriff. Keine Gnade mit euch, ihr Fieslinge. Ja, 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 ja. Keine Gnade. Oh, was freigeschaltet, weil ich so stark bin. Yay, yay, yay. Weiter geht's. Yay. Keine Gnade mit euch. Yay, yay. Angriff, Angriff. Angriff. Yuppie. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Zweimal Äpfel essen, dreimal Äpfel essen. Runterspringen, gucken. Hier ist nichts. Okay. Weiter geht's, du Fiesling. Keine Chance. Yuppie! Yuppie! Keine Chance, keine Chance, die Fieslinge. So. Oh, jetzt habe ich ein ganz großes gefunden. Schürfer. Cool, das bedeutet, das, was wir gerade freigeschaltet haben. Angriff. Oh nein, der hat eine Waffe. Der Große hat eine Waffe. Nein. Na, nein, der hat eine Waffe. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Nein, keine Chance. Zack, zack. Da hinten ist etwas. Aber seht ihr, diesen Punkt dahin müssen wir. Aber ich schalte erstmal lieber alles frei. Oh, da kann ich jetzt gar nicht. Ich kann da ja gar nicht hoch. Schade. Aber, hä, wie komme ich denn noch da? Hä? Ah, okay. Ich hab's rausgefunden. Hier hoch. Dann zack. Hä? 20? Das war, glaube ich, ein sehr, sehr starker Treffer. 20. Oh nein, da sind sehr viele. Mit Schwerter. Angriff. Oh, das sind zu viele, das sind zu viele. Das sind zu viele. Nicht treffen lassen. Ei, 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 ei. Levelaufstieg, yay. Oh, 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 das hat jetzt wehgetan. Aua, 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 aua. Okay. Ah, zum Glück. Jetzt haben wir das erledigt. Okay. So, dann schauen wir, was hier noch ist. Ich glaube, ich muss. Oh. Eigentlich müsste ich, glaube ich, nach links hin, oder nicht? Nee, ich glaube, ich muss erstmal nach da hinten hin. Zu der Karawane. So, Moment. Ei. Aua. Aua, das verursacht aber sehr viel Schaden. Ihr Fieslinge, ihr kriegt mich nicht. Oh, cool, was ist das denn? Ich will das haben. Schattenform. Ja, nee, ich glaube, ich muss tatsächlich. Ich muss gucken, was das ist. Ich habe, glaube ich, Fehler gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Wir gehen gucken. Yay. Ja, habe ich doch gesagt, ich muss nach dahin. Ah, der ist gerade frustriert, denkt sich. Ha. Oh, da war ja jemand hinter mir. Habe ich doch gar nicht gesehen. Du böser, böser, böser Monster. Weg mit dir. So, den haben wir jetzt auch. Suche die Karawane. Ja. Das ist jetzt hier. Okay, ich muss jetzt nach da oben links. Da ich aber alles hier sofern freischalten möchte, gehe ich jetzt nochmal nach da hinten hin. Wenn ihr seht. So, dann gehe ich nochmal nach da hinten hin. Gut. Ah, da kann ich jetzt nicht. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, dass ich jetzt nach dahin hingehe.
Oh. Kann ich da nicht hoch? Kann ich da nicht? Hallo, wie komme ich da hin? Nein, ich muss, glaube ich, hier entlang. Oder? Nee, da, das kann ich jetzt nicht. Wie komme ich nach da hin? Ah, hier, okay. Auch nicht. Na, okay, so, jetzt. Mit Bogen, ja. Nimm das, du böses Vieh. So, dann gehen wir weiter. Da kann ich leider nicht hin. Angriff. Noch einer mit dem Schwert. Angriff. Angriff. Oh nein, da ist jemand. Wow. Ant-Man. Der Ant-Man. Der Enderman. Oh nein, was ist... Oh nein. Oh nein, Hilfe. Aua. Aua, aua, aua. Aua. Oh, aua. Ah. Ei. Ja, ja, ja. Ah. Oh. Oh. Na? Hilfe! Weg mit dir! Oh nein! Wo ist denn hier? Wo ist er? Der Enderman! Der Enderman, oh nein! Aua! Hilfe! Schaffen wir den! Wo ist denn der Enderman? Wow, Hilfe! Weg mit dir! Ah! Oh, jetzt ist er. Weg mit dir. Nein. Ah. Nee, du bekommst mich niemals. Du böser Enderman. Niemals, niemals. Oh nein. Oh, der verschwindet nicht mehr so einfach. Nein, oh nein, oh nein! Nein, 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 nein! Nein, ich will nicht! Nein, 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 nein! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Nein, 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 nein! Aua! Nein! Nein! Tada! Ich hab ne Idee! Angriff! Böser Enderman. Ah, nein, 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 nein. Gut, dass wir noch Wiederbelebung haben. Weg mit dir. Angriff! Angriff, es kann nichts mehr passieren. Ja! Oh nein, was ist das? DNT? Was bedeutet das? Ich kann jetzt alles kaputt machen. Oh! Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht einfach so verschwendet. Gut, jetzt haben wir jetzt was. Cool. Was ist das? Okay. Ah, da ist eine Truhe. Seht ihr das? Guckt mal. Cool, 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 cool. Das habe ich wahrscheinlich mir verdient. So. Yay. Guckt mal, was ich freigeschaltet habe. Oh, ich habe sogar einen Bogen freigeschaltet. Cool. Oh, das ist ein geheimer Gang. Aber als allererst... Oh, schaut euch das mal an. Ich habe irgendwas Grünes hier gefunden. Gebiet? Ja gut, der ist auf jeden Fall besser. Den rüsten wir auf jeden Fall aus. Das ist jetzt... Ja, das habe ich jetzt hier soweit freigeschaltet. Ist das jetzt... Wieso ist denn jetzt mein Punkt komplett dort weg? Das verstehe ich nicht. Geschwindigkeit ist nicht so schnell, aber schaut euch mal an. Mein jetziges Schwert hat 10 bis 16 Nahkampfschaden. Der hat 16 und Wirbelangriffbewegung. Oh, okay. Diese Axt ist eine effektive Waffe, die von den gnadenlosen Dienern der Illager, glaube ich mal, Armee geschätzt wird. Okay. Man kann sogar verwerten. Das verwerten wir. Brauchen wir nicht. Verwerten. So. Das rüsten wir aus. Das verwerten wir. Bekommen wir das? Ja, okay, das ist gut. Dann bekommen wir das wieder. Verwerten. Man kann ja auch noch angeln. Okay. Betäubung.
Gut, wir gehen nochmal hier rein und zwar nehmen wir... Ah, Giftwolke. Jetzt ist... Ah, das ist ja cool. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% wird eine Giftwolke erzeugt, die Gegnern in einem Wirkungsbereich 30 Sekunden lang Schaden zufügen. Mit deinen Angriffen verringerst du für 5 Sekunden den Angriffsschaden aller Gegner in der Nähe. Ja gut, ich sag mal so. 30 Sekunden, das bedeutet 12 Schaden pro Sekunde. Ob das was bringt oder doch lieber 20% weniger, das ich erleide. Komm, wir nehmen jetzt das hier, weil wir in den Nahkampf gehen. So, das brauchen wir nicht. Habe ich hier ihn? Wieso leuchtet das hier bei mir? Das mag ich nicht. Das ist weg hier. Ah, okay. Wie das sich so angehört hat alles. Okay, Level 3. Kann man da... Ich kann doch noch was aufwerten, oder nicht? Wenn ich nochmal auf Inventar gehe. Schaut euch mal an hier. Ja, 7 Schaden pro Sekunde. Einmal aufwerten. So teuer kann ich doch nicht. Schade. Kann ich denn eigentlich auf dem Bogen... Ach, Sissi, ich will doch jetzt nicht. Na komm. Ja, nicht meckern. Später, später. So, was haben wir denn? Ein dünner Arm. Fügt den nächsten Angriff dem rollenden. Dem Rollenschaden hinzu. Durch mehrfaches Rollen wird der Schaden. Ah, gestapelt. Aber. Hin und her rollen. Artefakt abgesetzt. Ah, gut. Ja, nehmen wir mal das hier. Müssen wir uns ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen rollen. Das finde ich doch schön. Also das bedeutet, wenn ich jetzt so eins... Oh, was war das denn? Hä? Wie weit rollt er sich denn weg? Toll. Was habe ich denn jetzt getan? Einmal... Da muss ich aufpassen, wohin man sich hinrollt. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Wie denn? Ah. Ja. Weg. So, was habe ich hin? Was ist das hier? Weiß ich nicht. Yubi! Wow! Was ist das denn? Wieso ist das alles so stark? Hilfe! Wow! Wow! Was war das denn? Ich hab doch gar keine Chance. Wow. Ich muss ja aufpassen hier. Meine Güte, wo bin ich denn hier reingegangen gerade? Hier sind ja voll viele Spinnen und böse Monster. Da kann ich jetzt nicht durchschießen. Doch, gar nicht. Wir machen das schlau. So. So. Ich bin ja nicht blöd. Dann machen wir das einmal. So. Und jetzt Angriff. Wieso kann ich mich denn nicht drehen? Ich dachte, man kann sich drehen mit der Waffe. Verstehe ich. Wow. Boah, fast runtergefallen. Was habe ich denn jetzt ausgerüstet? Ich habe keine süße Schildkröte mehr. Hilfe. Nein. Ich muss aufpassen. Boah, das ist ja anstrengend hier. Oh, nein! Mist! Na, Hilfe! Nein! Ah, nicht nach dahin! Oh, was ist das? Ich will das haben. Muss aber aufpassen. Das haben. Angriff! Drauf mit Gebrüll hier! Egal, was passiert. Weg. Egal, was passiert hier. Angriff. Ich komme. Ich bin voller Pfeile. Leute, guck mal. Ich bin voller Pfeile. Ah, meine Güte. Oh, cool. Jetzt habe ich noch was freigeschaltet. Okay. Ja, schade. Die Axt ist halt nicht so gut. Aber wir gehen nochmal hier kurz hoch. Oh, nee. Kann man hier noch? Ja, man kann hier noch hoch. Was mache ich denn jetzt hier? Oh, nee. Gehe ich jetzt wieder zurück oder? Oh nee, gehe ich nicht. Cool. Oh, cool. Oh, was habe ich da gefunden? Hä? Wolfsrüstung.
das jetzt hier hin? Ah. Oh, was? Ich bin jetzt ein niedlicher Wolf. Gesundheits- und Schadensverstärkung für Waffen. Wow. Okay. Wow, man kann hier noch jedes Mal was dazulegen. Guckt mal, man kann jedes Mal hier was aufwerten, wenn man Pünktchen hat. Ey, das finde ich aber schon cool. Moment. Kann ja sein, dass ich eventuell was vergessen habe. Oder? Nee, habe ich nicht. Gehen wir wieder zurück. Was ist das hier? Seht ihr das? Ah, das ist wahrscheinlich... Oh. Oh. Okay, man darf auch nicht zu weit runterspringen, dann bekommt man noch Schaden. Okay. Da habe ich was vergessen. So. Die Hülle ist aber sehr, sehr cool. Man bekommt hier sehr viele Sachen. Leider komme ich da nicht dran. Angriff! Ich bin mit Gift hier. Keine Chance. Ah, man kann nochmal... Man kann tatsächlich raus, oder? Man kann raus. Hey, was war das denn? Entschuldigung? Wow! Wow! Letzte Chance! Oh nein! Ich darf nicht mehr. Ich darf nicht mehr. Down gehen. Ich muss jetzt aufpassen. Ich hoffe, ich verliere meine ganzen Sachen nicht, die ich gefunden habe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Level up Schick, oh nein, AI. Schnell, 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 schnell. Wir verteilen hier einen Punkt. Und zwar, was ist das hier? Bei der Aktivierung eines Artefakts wird deine Bewegungsgeschwindigkeit kurzzeitig um 20% erhöht. Nein. Mach mal das hier. Mehr Schaden. Immer mehr Schaden. Das ist gut. Dann haben die ganzen Monster keine Chance mehr gegen mich. Immer mehr Schaden machen. Ja. Jopi. Wow. Guckt euch das mal an. Oha. Ja, jetzt bin ich aber stärker als die alle hier. Machen wir noch ein bisschen Boost. Zack, zack, zack. Schweinefleisch. 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 Schweinefleisch ist ungesund. Ich habe wahrscheinlich sehr viele. Keine Freunde, aber Schweinefleisch ist ungesund. Okay. Bald haben wir das hier geschafft, Leute. Ah, man darf hier nicht. Nein, 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 nein. Ich habe es vergessen fast. Die Grünen explodieren. Die sind. Ah, nein, 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 nein. Wieso erwischen die mich denn ganze Zeit? Oh, TNT, so, das mache ich so. Ja, TNT, TNT. Ihr bösen Monster! Ei! Ah, Hilfe! Wow! Mein Gott, ich habe doch nur die letzte Chance. Ich darf nicht mehr. Yuppie, Wolfsausrüstung! So. Mist, ich darf nicht rund. Ich darf noch nicht gehen, Leute. Ich darf noch nicht gehen, denn wenn ich weitergehe, werde ich wahrscheinlich. In den Himmel gehen. Ich werde hier tatsächlich warten, bis ich mich wieder regenerieren kann. So, jetzt. Yeah. Jetzt fühle ich mich gestärkt. Okay, so, gehen wir weiter. Oh, was ist das denn hier? Was ist das? Ah. Nein, ich habe doch nur letzte Chance. Ah. Oha. Mein Gott, was mache ich hier? Ich schaff das doch nicht. Game over. Mist. Ah, ich glaube, das war zu schwer. Ja gut, haben wir wenigstens ausprobiert und daraus gelernt, dass das zu schwer ist. Meine Güte, meine Güte. Haben wir das? Jetzt müssen wir das... Oh nein, haben wir... Nee, ah, guckt euch das mal an. Die ganze Ausrüstung behalten wir natürlich. Das ist ja cool. Okay, dann können wir... Was ist das? Fernkampfschaden. Heiltrank halt alle Verbündeten in der Nähe. Das ist cool. Okay. Ja gut, dann machen wir das so, dass wir das jetzt verwerten. Wir brauchen ja das ja nicht. Oh. So, das auch verwerten. Das brauchen wir nicht, meine Freunde. Das hier auch ver... Moment. Guckt euch mal an, was ich hier alles ausrüsten kann. Kann man da auch? Nee, kann man nicht.
Hat das überhaupt einen Sinn, wenn ich jetzt sowas benutze mit mehr Slots, die frei sind? Egal, der ist bei mir grün. Ich behalte den. So. Okay, dann haben wir das auch verwertet. Dann muss ich mal gucken, was ich hier noch alles machen kann. Ah. Abenteuerzentrale brauchen wir nicht. Okay. Dann gehen wir. Okay. Ich denke mal, dass wir tatsächlich ab der nächsten Folge weitermachen. Ich sag mal, für diese Folge, mein Fazit ist so, dass es wirklich Spaß macht. Also ich mag solche RPGs oder Rollenspiele, wo man tatsächlich, kann man hier reinzoomen? Nee. Wo man tatsächlich Items droppen kann und farmen kann, Lootboxen öffnen kann. Das ist genau mein Ding. Und die Grafik ist, ich sag mal so, für manche wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig, aber für mich ist sie tatsächlich okay. Man kann sich damit anfreunden. Die Effekte sind super. Alles super. Hier sieht ja alles schön am Leuchten. Die Musik ist schön. Und die Story, hoffe ich mal, wird auch schön sein. Ja gut, dann werde ich tatsächlich das weiter spielen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich gerne über ein Like, Kommi oder ein Abo freuen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.